Pflegeimmobilien als Kapitalanlage. Richtig geiles Investment ohne Risiko? Oder muss man da doch ein bisschen was beachten? Darüber soll es heute in dieser neuen Folge von Grundbuchwissen bei Sven Gries gehen. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute mal diesen ganz besonderen Immobilientyp der Gattung Pflegeimmobilien an. Bevor wir starten, möchte ich euch aber mal ganz doll loben. Viele von euch haben nämlich den Kanal in letzter Zeit abonniert und sind dazugekommen als neue Zuschauer und ihr ruft meine Videos auch immer häufiger und öfter auf und das freut mich riesig. Eine Sache, die ihr noch verbessern könnt, die 199 von euch Abonnenten schon gemacht haben, ist auch die Glocke zu drücken. Denn ohne die Glocke kriegt ihr keine Info über neue Videos wie dieses heute. Und jetzt starten wir auch sofort mit dem Thema. Im Vorfeld zu diesem Video habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Internet und mal geguckt, wie denn das Angebot momentan aussieht. Wir reden ja über Pflegeimmobilien. Was genau ist das? Eine Pflegeimmobilie wird bezeichnet, wenn es sich um Altenwohnheime geht oder Seniorenheime, wo später Menschen hinziehen, die nur noch einmal umziehen werden in ihrem Leben, beziehungsweise danach. Das Besondere daran ist, dass diese Anlageklasse bis zuletzt, bis vor ein paar Jahren, noch den großen institutionellen Anlegern vorbehalten war. Man musste also richtig Cash mitbringen, richtig viel Geld, um in solche Immobilien investieren zu können. Unter mehreren Millionen Euro Investment ging da gar nichts. Und jetzt ist es für jeden möglich, dort zu investieren. Es gibt verschiedene Anlagearten, zum einen Fonds, dass man in eine große Firma, in ein Investment, in ein Sammelinvestment investiert, da Geld reinsteckt und dann Rendite rausbekommt, so ähnlich wie bei Aktien. Oder das Thema, was wir uns heute anschauen, dass diese Seniorenheime in WEGs aufgeteilt werden, also in Wohnungseigentümergemeinschaften, wo man wirklich ein einzelnes Apartment in so einer Pflegeimmobilie erwirbt. Und beworben werden die ganzen Sachen beispielsweise, das ist jetzt ein Auszug, den ich euch rausgesucht habe, als Wachstumsmarkt Nummer 1 Pflegeimmobilie, Rendite ab 4,5%. Sichere Geldanlage mit Pflegeimmobilien deutschlandweit. Deutschlandweit klingt gut. Dann sind nämlich auch die Metropolen eingeschlossen. Die Pflegeimmobilie als Sachwertinvestition. Super, Sachwerte finde ich prima. Bitcoins beispielsweise sind keine Sachwerte, die haben keinen intrinsischen Wert. Da ist eine Riesenspekulation drin und man kann Bitcoins nicht anfassen. Eine Pflegeimmobilie, die kann man anfassen, da kann man hinfahren, die hat man dann wirklich in der Hand. Sichere Kapitalanlage mit ca. 3,6% Anfangsrendite, schon ein bisschen weniger als die erste. Miete mit 20-jährigem indexierten Mietvertrag klingt super, impliziert nämlich, dass die 3,6% Anfangsrendite dann zumindest die nächsten 20 Jahre erstmal so bestehen bleiben. Wäre auch nicht schlecht, wenn man sich Geld für 1% leiht und 3,6% rausbekommt. Super! Da würde ich doch all mein Geld nehmen und das da reinstecken. Und tatsächlich bietet diese Form von Investitionen auch Vorteile. Nun, der Markt an Wohnimmobilien, der ist für den Kleinstanleger, der sich nur ab und zu mal damit beschäftigt, aktuell leergefegt. Man kriegt ja einfach nichts mehr. Das sieht man zumindest so, wenn man ab und zu nur mal in die Immobilienannoncen im Internet schaut und da nicht wirklich drin ist. Tatsächlich habe ich alleine gestern 3 Wohnungen gesehen hier im Großraum Köln, die ich sofort kaufen würde, aber die sind natürlich schon weg, wenn man die sieht. Das ist ratzfatz. Deswegen haben wir jetzt diese Alternative der Pflegeimmobilien. Die gibt es nämlich wie Sand am Meer. Da gibt es ein riesen Angebot, weil die werden gebaut und gebaut und gebaut. Und wenn man sich mal die Zielgruppe dieser Pflegeimmobilien anschaut, dann ist das auch gar nicht verwunderlich. Deutschland wird immer größer, die Bevölkerung wächst und gleichzeitig werden die Menschen auch immer älter, die hier leben. Und alte Menschen bringen es nun mal so mit sich, mit der Zeit, dass sie in Pflegeimmobilien umziehen werden.
Das ist ja auch ganz logisch. Solche Immobilien sind extra für alte Menschen gebaut. Da gibt es Einrichtungen wie bodengleiche Duschen, wie überall Haltestangen an den Wänden in dem Badezimmer oder Einrichtungen eben für alte Menschen und deren Bedürfnisse. An für sich eine super Erfindung und wirklich auch eine tolle Sache. Jetzt schauen wir natürlich aus der Sicht eines Investors, der Geld dort investiert, auf diese Möglichkeiten. Und das Erste, was ja wirklich schon positiv ist bei diesen Pflegeimmobilien, das habe ich euch eben schon genannt. Und zwar kriegt man einen echten Grundbucheintrag. Wenn man in eine Pflegeimmobilie investiert, also wirklich in diese Immobilie und da wirklich ein Apartment kauft und nicht in einen Fonds investiert, dann steht man auch im Grundbuch dieser Immobilie. Analog zu einer Eigentumswohnung. Da steht ja auch im Grundbuch, seid Eigentümer der Wohnung und habt dann auch eben alle Pflichten, aber auch alle Rechte an dieser Immobilie. Also auch ein Mitbestimmungsrecht, was da so passiert, wie es passiert, wofür Geld ausgegeben wird und wofür eben kein Geld ausgegeben wird. Ist eine super Sache, denn man kann diese Grundbucheinträge ja auch an die Kinder weitergeben beispielsweise. Also das Ganze ist vererbbar. Gleichzeitig hat man, anders als bei einer Eigentumswohnung, ja kaum Verwaltungsaufwand. Das Einzige, was man da machen muss, ist doch ab und zu mal zu der WEG-Versammlung fahren, wenn man überhaupt hinfährt. Man kann ja theoretisch entweder sich gar nicht drum kümmern oder dem Verwalter oder einem Miteigentümer eine Vollmacht geben, sodass man da vertreten wird. Theoretisch könnte man also einmal in diese Immobilie investieren und müsste sich nie mehr drum kümmern. Zumindest nicht die nächsten 20 Jahre, wenn solange der Mietvertrag, der Pachtvertrag läuft. Letztendlich kümmert sich ja der Betreiber um diese ganze Immobilie. Das läuft nämlich so, dass man nicht selber hingeht und dann Menschen aussucht, die in diese Apartments einziehen, sich um die Pflege der Menschen kümmert und da nach dem Rechten schaut. Nein, dafür gibt es einen Betreiber. Und an diesen Betreiber verpachtet man die Immobilie. Man kauft also dieses Apartment und gleichzeitig wird ein Pachtvertrag über die nächsten 15 oder 20 Jahre abgeschlossen mit einem Betreiber von dem alten Wohnheim. Ihr kennt diese großen Namen, die AWO, die Johanniter und wie sie nicht alle heißen. Rotes Kreuz hat sicherlich auch so Wohnheime für alte Menschen und die sind dann nicht Eigentümer der Immobilien, sondern die betreiben das nur. So wie die Hotelketten, die sind ja meistens auch nicht Eigentümer von den Hotels, sondern haben einfach nur ihr Logo da dran und kümmern sich darum, dass da Gäste reinkommen und dass das Geld reinkommt. Und genauso funktioniert das auch bei den Pflegeimmobilien. Die Rendite haben wir eben schon gesehen. Der eine schreibt ab 3,6%, der andere ab 4,5%, aber so um die 4% Rendite lässt sich mit Pflegeimmobilien wohl erzielen. Achtung, da muss man aber aufpassen, denn diese 4%, die sind die anfängliche Bruttorendite. Davon gehen noch Abkaufen, Nebenkosten und eventuell auch noch ein bisschen für die Einrichtung. Und dann kann man ganz schnell auch bei ca. nur 1% Rendite landen. Da muss man also wirklich nachrechnen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Renditen nachrechnet, ich habe ein Excel-Tool für euch, könnt ihr euch runterladen. Mehr Infos unter dem Video, XXL-Vermieter-Vorlagenpaket. Holt euch das, da gibt es einen Renditerechner für Excel. Da könnt ihr dann selber nachrechnen, ob das so stimmt, was in den Angeboten drin steht. Natürlich wird auch die Miete garantiert und das ist ja ein ganz, ganz großes Ding. Viele von euch haben Angst, wenn sie Eigentumswohnungen kaufen, dass sie einen Mietnomaden haben, dass irgendetwas mit dem Job des Mieters passiert, sodass er die Miete nicht mehr zahlen kann, die Miete gekürzt wird, Nebenkosten nicht bezahlt werden und so weiter und so fort. All das passiert bei einer Mietgarantie natürlich nicht. Da hat man dann einen festen Ansprechpartner, nämlich den Betreiber dieser Immobilie und der sichert euch zu, die nächsten 20 Jahre die Miete zu zahlen. Und das ist natürlich auch erstmal super. Problem nur ist, wenn dieser Betreiber pleite geht. Dann habt ihr nämlich keinen Ansprechpartner mehr. Meistens sind das GmbHs, Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Und wenn deren Stammkapital weg ist, dann steht ihr da mit eurer Immobilie und habt keinen Betreiber mehr, ergo auch keinen Mieter.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, warum das ein Risiko sein könnte und welche Probleme das mit sich bringen könnte. Wenn ihr schon älter seid und in Immobilien investieren wollt, dann bringt euch eine Eigentumswohnung eventuell im Vergleich zu einer Pflegeimmobilie gar nicht mehr so viele Vorteile. Denn bei der Pflegeimmobilie kriegt ihr ein exklusives Belegungsrecht, ein Vorzugsrecht. Das finde ich wiederum cool. Stellt euch vor, ihr seid schon im fortgeschrittenen Alter und wisst, irgendwann brauche ich eine Immobilie, wo ich gepflegt werden kann und wo ich mit meinen Ansprüchen des Alters leben kann. Und gibt es nichts Cooleres, als in der eigenen Immobilie dann zu leben, in der eigenen Wohnung in so einem Pflegeheim? Klingt erstmal ganz gut. Also dieses Vorbelegungsrecht, das finde ich tatsächlich eine gute Sache. Und wie das bei Eigentumswohnungen auch so ist, habt ihr natürlich auch bei Pflegeimmobilien Steuervorteile. Ihr könnt die Abnutzung der Immobilie ganz normal bei der Einkommenssteuer berücksichtigen durch die Abschreibung. Auch das Inventar, wenn es denn über diesen Pachtvertrag mit verpachtet ist, könnt ihr natürlich abschreiben. Und das hat nochmal ganz enorme Vorteile, denn da ist die Abschreibungsdauer nochmal viel, viel kürzer als bei Immobilien. Und dadurch kann es, je nachdem, wie ihr aufgestellt seid und wie eure steuerliche Situation aussieht, gerade doch zu erheblichen Steuervorteilen kommen. Das Ganze hat natürlich auch leider ein paar Schattenseiten. Nicht nur positive Sachen, sondern auch negative. Wir haben gerade schon gesagt, der Betreiber, der diese Immobilie bewirtschaftet und von euch die Immobilie pachtet, um da dieses Altenheim, die Pflegeimmobilie zu betreiben, der könnte in die Insolvenz schlittern. Und das ist das allergrößte Risiko, was es immer wieder auch in der Realität gibt. Dann kommen immer wieder neue Betreiber auf den Markt, die gerade mit großen Renditen werben, neue Immobilien bauen und dafür Investoren suchen. Und nach ein, zwei Jahren sind die dann pleite. Und dann steht ihr erstmal da. Deswegen ein ganz großer Tipp. Wenn ihr in Pflegeimmobilien investieren möchtet, dann prüft den Betreiber. Ist der schon lange am Markt? Hat der Erfahrung? Ist der erfolgreich am Markt? Und wie ist seine aktuelle Situation bezüglich der Finanzen? Was bei Pflegeimmobilien leider nicht funktioniert, ist, kurzfristige Gewinne zu realisieren. Ihr habt das in meinem anderen Video, verlinke ich euch hier oben mit der ganzen Playlist, gesehen, wo ich meine Fix- und Flip-Immobilie gekauft habe. Ich habe super billig eine Eigentumswohnung gekauft, habe die saniert und verkauft die gerade. Und da habe ich innerhalb von einem halben Jahr wirklich einen enormen Gewinn gemacht. Da werde ich euch nochmal ein Video zu machen, das ist Wahnsinn. Hätte ich das vorher gewusst, dass man da so viel Geld mit verdienen kann. Leute, ich hätte nichts anderes gemacht und ich wäre wahrscheinlich auch nicht in die Schule gegangen, sondern sofort zum Bau und hätte damit angefangen. Anderes Thema, hier sind kurzfristige Gewinne leider nicht möglich. Wenn ihr so eine Pflegeimmobilie kauft, dann seid ihr erstmal langfristig daran gebunden. Warum ist das so? Ihr müsst natürlich die Kaufnebenkosten, die ganz normal anfallen, also beispielsweise der Notar, die Grunderwerbsteuer und eventuell noch Einrichtungskosten, bei dieser Immobiliengattung erstmal reinbekommen durch eure Vermietung. Und das kann durchaus ein paar Jahre dauern, bis ihr dann so weit seid, dass ihr überhaupt beim Kaufpreis angelangt seid. Und dann erst zahlt ihr nach und nach den Kaufpreis ab. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Pflegeimmobilien in der nächsten Zeit so schnell an Wert gewinnen werden und ihr da eine Wertsteigerung reinbringt, dass ihr die Immobilie sofort wieder verkaufen könnt. Also das ist wirklich ganz, ganz unwahrscheinlich. Das ist eher eine langfristige Geschichte, so eine Pflegeimmobilie, die ist langfristig kalkuliert, langfristig finanziert und da muss man wirklich Geduld haben. Ihr werdet es wahrscheinlich öfter sehen, dass eure Bewohner wechseln werden. Klar, ihr bekommt das so erstmal nicht mit, aber das hat natürlich ein paar Nachteile. Häufig wechselnde Bewohner bedeutet viel Publikumsverkehr. Und viel Publikumsverkehr bedeutet hohe Abnutzung. Beispielsweise habt ihr bei Altenheimen Gemeinschaftseinrichtungen und Räume wie beispielsweise die Großküche mit extrem teuren Küchengeräten, die da stehen, die ihr auch mit verpachtet und die natürlich auch mit der Zeit abgenutzt werden und dann ausgetauscht werden müssen. Und das kostet eine Stange Geld. Und das Geld muss von
euch kommen. Wahrscheinlich kommt das über Rücklagen, die die WEG da bildet, aber diese Rücklagen schmälern natürlich auch eure Rendite mit der Zeit. Und wenn der Betreiber ganz gemein ist, dann rechnet er euch erstmal eine schön hohe Rendite anfänglich von 6% aus und erst nach 3-4 Jahren wird er euch dann mitteilen, Achtung, wir brauchen vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren 100.000 Euro, um die Küche neu zu machen. Und dann müsst ihr das ansparen, eure Rendite von 6% schrumpft nur noch auf mickrige 3%. Außerdem gibt es ja auch noch diese Gemeinschaftseinrichtungen wie die Räume, wo sich die alten Menschen aufhalten. Die fahren dann mit Rollstühlen da lang und das gibt dann so schöne Katscher überall. Auch das muss natürlich instand gehalten werden, muss gestrichen werden, da müssen neue Böden rein. All das kostet Geld und das äußert sich dann in einer hohen Abnutzung. Außerdem haben so Pflegeimmobilien nochmal einen viel restriktiveren rechtlichen Rahmen, als es bei Eigentumswohnungen der Fall ist. Ich habe euch ja auch schon eine eigene Playlist für rechtliche Informationen rund um Eigentumswohnungen bereitgestellt und euch da schon mal ein bisschen was gesagt, worauf man so achten muss, wie man reagieren kann auf die typischen Situationen, die wir als Vermieter so erfahren. Bei Pflegeimmobilien ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Nicht nur, dass Energiestandards eingehalten werden müssen, nein, auch die Pflegeeinrichtung an sich muss immer up-to-date sein und es müssen beispielsweise Räumlichkeiten angepasst werden. Zuletzt habe ich noch im Kopf, wie Räume komplett umgebaut werden mussten, also diese Apartments komplett umgebaut werden mussten. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe für jeden Investor. Es war eine Zeit lang gang und gäbe, dass es beispielsweise 2 Bettzimmer gab. Oder gemeinschaftlich geteilte Bäder in diesen Pflegeimmobilien. Und das ist jetzt wohl anscheinend gekippt worden vor einiger Zeit. Und so mussten ganze Gebäude entkernt werden und umgebaut, neu aufgeteilt werden. Und da gehen wir gleich auch noch drauf ein, was passiert, wenn es diesen Betreiber nicht mehr gibt. Wenn der Betreiber pleite gegangen ist oder eben so ein riesen Umbau ansteht, dass der sich einfach nicht mehr lohnt, weil den kein Mensch mehr rausbekommen wird als Investment. Und das ist ein Punkt, die fehlende alternative Nutzung, die natürlich eine starke Bindung an dieses Konzept Altenwohnheim mit sich bringt. In den meisten Fällen sind diese Pflegeimmobilien nämlich auch nur als Pflegeimmobilien genehmigungsfähig und können nicht als Boardinghouse, als Hotelanlage, als Apartmentkomplex umgewidmet werden. Es sei denn, man steckt eben enorm viel Geld da rein und baut die ganze Bude dann um. Aber dann seid ihr wieder bei einer völlig anderen Preisklasse. Selbst jetzt in der Anschaffung sind die nicht die günstigste Investmentmöglichkeit. Das Ganze hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Standort zusammen. Klar, bei jedem Immobilieninvestment zählt immer Lage, Lage, Lage. Die Standortfaktoren müssen einfach passen. Ihr müsst schauen, dass es Nachfrage nach diesem Typ Immobilie in der konkreten Lage gibt. Es bringt nichts, wenn man das wunderschönste Pflegeheim mitten in der Pampa irgendwo baut, wo kein Mensch hin will. Könnt ihr wahrscheinlich ganz, ganz geringe Mieten nehmen von den Bewohnern und dann füllt sich das vielleicht nach und nach, aber ein Verlustgeschäft wird es auf jeden Fall. Ist in der Vergangenheit schon passiert, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr investieren wollt. Der Verkauf solcher Pflegeimmobilien gestaltet sich auch als extrem schwierig. Bei einer Wohnung könnt ihr ja einfach hingehen, wenn ihr heute gekauft habt und dann in einem halben Jahr sagt, die möchte ich nicht mehr oder so wie ich das gemacht habe, ihr pimpt die auf und holt da wirklich was Schönes bei raus, dann könnt ihr die verkaufen. Dann sucht ihr euch einen Käufer auf dem freien Markt und werdet die Wohnung los. Bei Pflegeimmobilien aus den genannten Gründen kaum möglich. Zum einen müsst ihr erstmal euer Startinvestment reinkriegen, also eure Nebenkosten. Wertsteigerung ist ja nicht drin, also ihr könnt nicht mehr nehmen als das, was ihr bezahlt habt. Also werdet ihr auch keinen Käufer finden, der euch mehr Geld für diese Pflegeimmobilie gibt, als ihr ursprünglich gekauft habt. Ihr bleibt also die nächsten Jahre erstmal drauf sitzen. Und je länger ihr drauf sitzen bleibt, desto größer wird das Risiko, dass ihr die gar nicht mehr verkauft kriegt. Denn die Pflegeimmobilie lebt ja davon, dass sie einen Pächter hat. Und dieser Pachtvertrag, der läuft eben maximal ungefähr 20 Jahre. Und je näher man zum Ende dieser Pachtzeit kommt, desto schwieriger wird es,
die Immobilie weiter zu verkaufen. Denn ein kluger Investor wird doch gucken, wie viel Geld verdiene ich in der Zeit des Pachtvertrages noch mit dieser Immobilie. Und das ist das Maximum an Kaufpreis, was er bereit sein wird zu zahlen. Natürlich abzüglich der Kaufnebenkosten. Meistens werden die Pachtverträge verlängert, aber das muss nicht immer der Fall sein. Wenn der Pächter nämlich große Probleme hatte mit dieser Immobilie oder Schwierigkeiten hatte, die zu füllen mit Bewohnern, dann wird er sich zweimal überlegen, ob er den Standort beibehält oder den Pachtvertrag auslaufen lässt und sich an einem anderen Standort eventuell mit einem neu gebauten Gebäude etwas Neues aufbaut. Und das ist auch ein großes Risiko. Zu Beginn haben wir schon gesagt, Pflegeimmobilien schießen momentan wie Pilze aus dem Boden. Und da haben die Investoren bzw. die Pächter natürlich ganz, ganz große Möglichkeiten, sich eine andere Immobilie zu suchen. Und sobald eine Pflegeimmobilie mal leer steht, wir haben es gerade angesprochen, dann steht sie leer. Es gibt kaum alternative Nutzungsmöglichkeiten. Dann habt ihr ein Investment, wo ihr Geld bezahlen müsst an die Banken, weil ihr euch Geld geliehen habt für das Darlehen und laufende Kosten habt. Und dann habt ihr so ein Riesengeistergebäude, wo keiner mehr drin ist, kein Geld reinkommt. Das ist natürlich gefährlich. Ein Tipp, den ich euch auch noch geben kann, ist zu schauen, wenn ihr investiert, dass das eine große Immobilie ist. Warum ist das so? Nun, man nennt es oder man kann sagen, je größer die Immobilie ist, desto geringer sind natürlich die Kosten pro Gemeinschaftsfläche. Also eine Küche muss immer vorhanden sein, egal ob ihr 10 Bewohner habt oder 500 meinetwegen. Und die Grundausstattung einer Küche ist auch immer vorhanden. Und je größer das Haus nun ist, desto größer ist natürlich auch die Küche, aber desto geringer sind die Kosten für diese Gemeinschaftsflächen. Und auch die laufenden Kosten sind dann selbstverständlich geringer. Und deswegen macht es durchaus Sinn, mal zu gucken, dass ihr da Pflegeimmobilien findet, die einen etwas größeren Rahmen haben. Jetzt habe ich euch noch drauf oder vorbereitet, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eine Pflegeimmobilie kaufen möchtet. Wir haben schon gesagt, guckt, dass Lokalbedarf nach Pflegeplätzen da ist. Es gibt ja auch Regionen in Deutschland, die komplett von jungen Menschen geprägt sind. Da macht das keinen Sinn, ein Altenwohnheim hinzubauen. Geht dahin, wo alte Menschen sind, die auch kein Eigentum haben, wo sie gepflegt werden können, sondern auf solche Wohnheime angewiesen sind. Achtet auf etablierte Betreiber, die schon lange am Markt sind, die gute Ergebnisse vorweisen können und die auch Rendite für euch abwerfen. Die Mikrolage muss natürlich auch stimmen. Niemand will an einer Autobahn wohnen. Auch alte Menschen möchten es schön haben. Gerade alte Menschen möchten es schön haben. Achtet da unbedingt drauf, dass die Mikrolage stimmt, dass man da vielleicht auch einkaufen gehen kann als alter Mensch, dass das bestenfalls noch an die öffentlichen Transportmittel angebunden ist. Und schaut, dass ihr einen erfahrenen Bauträger habt, wenn die Immobilie noch gebaut wird. Meistens, gerade bei diesen neueren Geschichten, werden die Immobilien verkauft, noch bevor sie überhaupt gebaut sind. So wird der Bau bezahlt und der spätere Pächter hat schon die Sicherheit, dass er eine Immobilie übernimmt, die halt auch wirklich gebaut ist, die niegelnagelneu ist und wo es Eigentümer gibt, die ihm dann auch den Rücken stärken. Die Größe dieses Pflegeheims spielt eine Rolle, haben wir gerade gesagt. Je größer, desto besser in der Regel. Und achtet auch darauf, dass die Immobilie die aktuell gültigen KfW-Standards erfüllt. Das hat ganz große Vorteile für euch als Investoren. Die KfW fördert nämlich altersgerechtes Wohnen bzw. Bauen. Und je besser da auch die KfW-Standards eingehalten werden, desto mehr Förderung gibt es dann letztendlich. Das wird wahrscheinlich der Bauträger für euch ausrechnen und da auch schauen. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu Pflegeimmobilien haben möchtet und da investieren möchtet, schaut mal unter diesem Video, da habe ich noch was für euch bereitgehalten. Und da habt ihr noch ein paar weitere Informationen. Danke fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann gleich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Sven.